Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unseren aktuellen Kurzmeldungen. Die Polizei Westmecklenburg hat eine groß angelegte Hanfplantage aufgedeckt. Insgesamt wurden an zwei Standorten in Gardebusch und Bad Klein hunderte Pflanzen und Setzlinge gefunden. Die Plantagen wurden in extra vorbereiteten Hallen angelegt. Insgesamt wurden 540 Cannabispflanzen sichergestellt. Es werden Haftbefehle gegen 5 Männer vollzogen. Aktuell befinden sie sich in Untersuchungshaft. Unbekannte Täter beschmierten eine frei zugängliche Ausstellung am Pfaffenteich in Schwerin. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum vom 28. Mai bis zum 29. Mai. Mehrere Bilder der Ausstellung wurden mittels Farbe beschädigt. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet im Rahmen der laufenden Ermittlungen um Hinweise zu den Tätern. Ein 68-jähriger Fahrer eines Elektrofahrrads verletzte sich am 30. Mai bei einem Unfall schwer. Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Bürgersteig verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad. Beim Sturz verletzte sich der 68-jährige am Kopf und wird nun im Krankenhaus behandelt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren unsere Kurzmeldungen.